Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Update vom DATEV Challenge Road Powered by HEP 2023. Heute haben wir einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, den wir euch erklären wollen, die wir dieses Jahr das erste Mal einführen. Wie kam es dazu? Wir hatten einige Diskussionen in den letzten Jahren, was die Profisportlerinnen und Profisportler anging und all die Kameramotorräder, die Medienschaffenden, die Fotografen, die sich im Umfeld der Topathletinnen und Topathleten getummelt haben. Wir hatten mehrere Gesprächsrunden, wo ich mich auch nochmal explizit bedanken möchte bei Patrick Lange, bei Sam Long. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Laura Philipp und natürlich bei der Laura Siddle. Diese Topathletinnen und Topathleten haben mit uns sehr lange geredet, wie wir die Situation verbessern können. Und wir werden einen ziemlich drastischen Schritt wagen, und zwar wird es dieses Jahr keine Motorräder mehr auf der Strecke geben, die Fotografen oder Medienschaffende auf dem Sozius haben. Wir werden natürlich viele Presseshuttles anbieten, sodass unsere Pressevertreter weiterhin Rennen verfolgen können, aber von außen dieses Mal. Was wir weiterhin haben werden, sind die Live-Kameras auf den Motorrädern beim Männerfeld, aber auch beim Damenfeld. Aber wir reduzieren tatsächlich die Anzahl der Motorräder um 40 von der Strecke. Topathletinnen und Topathleten sind ziemlich begeistert, weil es einfach ein Riesenschritt nach vorne ist zu einem noch wesentlich faireren Rennen. Wir hatten noch nie eine so intensive Zahl von Topathletinnen und Topathleten im Rennen, und wir wollten einfach Rechnung tragen, dass dieses Rennen nach den beiden wichtigen Maßstäben Sicherheit und Fairness stattfindet. Wir werden auf der Laufstrecke auch eines ändern, und zwar wird der Strafkilometer wegfallen. Da wollen wir Rechnung tragen den Wünschen des Verbandes, dass wir also die Regeln komplett konform dem Verband anwenden. Deswegen entfällt der Strafkilometer. Wir werden allerdings, und das ist eine gute Nachricht auch natürlich für euch, liebe Altersklassenathletinnen und Altersklassenathleten, weiterhin für Fairness und Sicherheit sorgen, indem wir die Anzahl der Kampfrichter auf der Strecke nochmal nach oben bringen, von jetzt 35 Kampfrichtern auf Motorrädern hin zu 50. Das heißt, wir werden das Ganze fast verdoppeln und werden also draußen noch mehr für Fairness sorgen können. Umgesetzt von den Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichtern wird das Ganze folgendermaßen. Wir werden zwei Penalty-Boxes auf der Radstrecke haben. In der jeweils nächsten muss die Zeitstrafe abgesessen werden von 5 Minuten. Des Weiteren wird der Verband auch vermehrt mit den sogenannten Mikrozeitstrafen arbeiten, um kleinere Verstöße zu ahnden. All diese Informationen, was das Regelwerk angeht, wird euch im Vorfeld des Rennens nochmal schriftlich zugehen und wird natürlich auch in den Wettkampfbesprechungen nochmal besprochen werden. Wir erhoffen uns und erwarten uns mehr Fairness und mehr Sicherheit. Dann kamen die Topathletinnen und Topathleten noch mit einer großen Bitte auf uns zu, und zwar in Bezug auf Hawaii. Wie ihr wisst, hat es dort Strafen gegeben, die zum Teil nicht nachvollziehbar waren oder wo auch nicht mitgeteilt wurde, warum sie überhaupt bestraft wurden. War das ein Überholvorgang? War das ein Drafting? Es wurde ihnen nicht mitgeteilt. Da war die große Bitte an den Verband und an uns, dafür zu sorgen, dass die Regeln eindeutig sind, dass jeder nach dem gleichen Rulebook arbeitet und dass vorher einfach nochmal abgesprochen wird, welche Regeln finden Anwendung und was wird erwartet von den Topathleten, aber auch von den Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichtern. Wir werden es so machen, es wird 4 Wettkampfrichterinnen und Richter geben beim Männerfeld und 4 beim Damenfeld. Die werden selbstverständlich alle perfektes Englisch reden können, weil wir ja ein sehr internationales Feld dieses Jahr haben. Und wir werden diese Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichter zusammenbringen mit unseren Topathletinnen und Topathleten bei der Wettkampfbesprechung für die Tops, damit sich dort ausgetauscht werden kann, was erwartet wird, wie die Umsetzung der Regel genau laufen wird. Und dass es einfach nicht mehr zu Missverständnissen kommt. Auch da erhoffen wir uns wesentlich mehr Transparenz und Fairness gegenüber den Topathletinnen und Topathleten.
Dann kam immer mal wieder die Frage zu den technischen Möglichkeiten. Das war natürlich auch alles sehr verfolgen mit Race Ranger. So wie es momentan ausschaut, werden wir dieses Device dieses Jahr noch nicht einsetzen. Einfach, weil die Wettkampfrichter noch nicht drauf geschult sind. Es ist noch nicht in den Rulebooks drinnen. Und wir wollen einfach auch noch schauen, dass das so getestet ist, dass es dann auch Anwendung in so einem großen Rennen wie bei uns finden kann. Das ist uns ganz wichtig, dass da die Topathletinnen und Topathleten nicht nach dem Motto, ja, okay, das probieren wir jetzt mal an ihnen aus, in eine Situation gebracht werden, die dann vielleicht noch nicht ganz funktioniert oder wo die Devices noch nicht ganz funktionieren. Wir schauen uns das an, finden das super, wollen es auch in Rot einführen, aber erst nach dieser Saison, wenn es wirklich durchgetestet ist und das Ganze funktioniert, hoffentlich dann auch in den Rulebooks der internationalen Verbände ist. Das als kurzes Update. Wir haben momentan noch eine tolle Aktion bei uns im Shop. Und zwar könnt ihr von Caro Motus eine tolle Reisetasche mit Racing Road Logo bestellen. Einen klasse Rucksack. Schaut euch das gerne nochmal an. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr gut im Training seid, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Und wir melden uns bald wieder zum nächsten Update vom DATEV Challenge Road powered by HEP.